Folge Nummer 37 von City Skylines mit dem DLC Snowfall im Berchtesgadener Land. Was ist denn das hier? Achso, das ist Industrie für Erz. Also Bohrtürme oder was sollen das sein? Erzunternehmen auf jeden Fall. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie kaputt, aber ist nicht kaputt. Wunderbar. Letztes Mal hier stundenlang am Friedhof gearbeitet, der da jetzt ist. Das hat wunderbar geklappt. Dann haben wir noch einen Arzt gemacht. Das war das Letzte. Und jetzt schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Welche Bedürfnisse haben wir? Keine, das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal insgesamt hier so rein. Stromtechnisch sieht es hier ganz gut aus. Guck mal, jetzt ziehen schon welche weg. Wasser ist auch gut. Müll sind wir auch gut. Aber hier hinten ist kein Müll, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen hier mal eine Deponie haben. Oder eine Müllverbrennungsanlage. Ja, wenn daneben, das wäre jetzt auch nicht so der Bringer, oder? Ach, das kann man ja überall hinbauen. Das ist ja schon mal cool. Allerdings wäre es ja tatsächlich so, dass es besser hier hinten irgendwo wäre, ne? Und ich glaube, wenn wir es dahin machen, dann ist das auch alles abgedeckt, ne? Können sogar noch weiter hinten gehen, ne? Selbst wenn wir hier unten, ist ja ein Industriegebiet, da könnten wir ja hier das sogar hinsetzen, ne? Und es ist noch fast alles abgedeckt. Sollen wir das hier an der Auffahrt machen? Ja, das ist alles noch grün. Ja, zack, machen wir es dahin. So, dann haben wir den Müll hier auch geregelt. Schule ist jetzt nicht gegeben. Doch, da ist eine Grundschule sogar. Dann lassen wir das erstmal so, oder? Eine Oberschule gibt es hier nicht. Hier gibt es eine Oberschule, dann wenn wir die da hinsetzen. Geht die daneben? Oh, die wird sogar daneben gehen. Das ist immer doof, wenn... Ja, ich glaube, wir setzen die da in die Oberschule. Ja, komm, machen wir. Dann Zufriedenheit ist klar. Hier ist Gesundheit, hatten wir schon gemacht. Passt. Stufen sind natürlich hier noch schwach, ist auch klar. Wind gibt es hier viel. Man sollte vielleicht dann mit Windkrafträdern nicht da unten im Tal arbeiten, wo nichts ist, aber... Die Stellen sind halt ganz nett da, ne? Wäre natürlich besser, hier was hinzubauen, ne? Prinzip ist das vertanes Geld hier unten, oder? Die bringen ja gar nichts dann, ne? Aber okay, die bringen für die da jetzt gerade genug. Wie weit ist denn der Strom hier verzweigt? Da fehlt es dann auch natürlich. Da müsste man da oben was machen, dass da hier der Strom hinwachsen kann, ne? Kann ich ja verschieben, ne? Würde ich jetzt tendenziell da einstellen wollen, ne? Da geht mehr wieder unten. Wahrscheinlich kann dieses eine Windkraftrad alle anderen ersetzen, ne? Wenn ich da jetzt was hinbaue, ne? Weiß nur noch nicht was. Oder hinbauen lasse. Machen wir das mal hier, ne? Oh, guck mal, da ist schon der Strom weg, weil das eine Windkraftrad nicht da ist. Das ist ja Hammer, ne? Jetzt die Frage, wann wächst da was? Das eine Kraftwerk hat gereicht. Alter Schwede. Könnte da jetzt einer mal... Was ist denn hier für eine Megawattstufe? 4 Ausgangsleistung, 4 Megawatt. Und hier oben das Doppelte. Mach doch mal jetzt ein paar mehr hin, damit das vielleicht schneller klappt. Irgendeiner baut doch dann da hin, oder? Ich hoffe, dass das dann reicht. Sollte aber, oder? Kann da mal einer schnell ein Haus hinbauen? Damit wir das hinkriegen.
Hallo, bau mal einer. Da blinkt auch ein Diebstahl, das heißt, Polizei ist vielleicht hier unterpräsent auch, ne? Wollen wir die denn, ach, haben wir gar keine Polizei, ne? Hier wird Polizei auch hingehen. Reicht nicht ganz bis da hinten hin. Ah, da wird das erste Haus gebaut. Reicht leider nicht ganz. Aber das zweite kommt dazu. Vielleicht erweitert sich jetzt der Kreis hier noch ein bisschen. Ja, was denn jetzt? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wenn das Grundstück kommt, ist es verbunden? Nein, ist es auch noch nicht verbunden. Super. Zack, jetzt sollte es funktionieren. Ja. So, jetzt ist das Stromproblem gelöst. Zup, 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 alle haben wieder Strom. So, hier wird gerade gestohlen, wie bekloppt, das wollen wir noch beenden. Nicht beenden, sondern ändern. Polizeiwache. Hauptquartier. Hauptquartier, hat das denn eine größere Reichweite, so ein Hauptquartier dann? Ah, schön wäre es gewesen, ne? Warte, da geht's. Es hat wohl eine größere Reichweite, oder? Täuscht das nur? Ah, ein bisschen weiter ist die Reichweite. Ach, guck mal an, das baut hier. Ja, doch, jetzt geht's ja doch. Interessant, ne? Also wenn ich es hier hinten hinstelle, ne, dann geht's bis in die Sackgasse oder was? Aber da geht's nicht bis in die Sackgasse. Ja, komm. Mach's hier hin und fertig. Haben wir's. Alle sind sicher. Kriminalität ist trotzdem niedrig, aber ist schon ein bisschen hochgekommen. So ist nicht. So, beim Wind waren wir zuletzt. Ist die Frage, ob wir das nochmal machen. Ich glaube schon. Wir setzen die da oben auf dem Berg noch hin. War zwar eine coole Idee, da hin zu machen wegen, ne, Angebot und Nachfrage von ich glaube, die 9 Megawatt kommen da auch tatsächlich an. Passt soweit. Jetzt haben wir noch drei, die da weg müssen. Machen wir auch noch da oben hin. Alles hier oben einmal auf den Berg mit dem Windpark. Aber komm, wir machen das auch hier vorne noch hin zur Grenze hin. Auch wenn wir 2 Megawatt jetzt gerade verloren haben. Und den letzten auch noch, dann ist alles gut. Den machen wir hier noch davor irgendwie. Passt. Sehr schön. So, Strom haben wir verändert. Die kriegen gleich schon wieder Strom, keine Sorge. Das Rad gleich dreht, dann läuft das. Schwerindustrie will natürlich viel Strom haben, ne? Ist klar. Ach so, vielleicht
Haben wir jetzt hier keine Verbindung? Das könnte natürlich sein, ne? Da haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht, ne? Ja. Das funktioniert da natürlich jetzt wunderbar. Ah, das haben wir jetzt gut nachgedacht. Ja, muss so sein, ne? Kommen wir gerade nicht anders hin. Und der funktioniert erstmal gar nicht. Wie kriegen wir den denn an Strom dann? Hm, voll doof, ne? Mal eben 1000 sonst was für die Polizei. Naja, ist halt so. Können wir auch nicht ändern, ne? Müssen wir schauen. Hier haben wir ein paar Häuslein, die wir gerade noch abreißen. Sonst ist hier alles gut erstmal. Wie sieht es hier hinten aus? Ach, da gibt es irgendwie wieder sterbende Bevölkerung, wo wir Probleme mit haben. Leert sich. Das läuft. Hinten sterben auch welche weg und haben kein Dingens. Warte mal, hier ist erstmal Räumung beendet. Die Mülldeponie kann wieder laufen. Die brauchen Arbeiter. Gehen wir wieder zum Friedhof hin. Wo setzen wir den denn bitte schön hin, dass das passt? Hier ist überall schlecht eigentlich, ne? Hier kriegen wir sowieso nichts zwischen. Vielleicht hier? Auch nicht. Da müssten wir wieder... Selbst beim Abreißen funktioniert es nicht. Und hier war ja einigermaßen schon abdeckend, ne? Aber... das jetzt hier hinbauen, ne? Fehlt es mir hier drinnen trotzdem noch. Wir müssen ja nicht so groß bauen, fällt mir gerade ein, ne? Können ja auch eine Nummer kleiner bauen. Nämlich so. Das geht ja überall hin, oder? Hätte ich jetzt gesagt. So. Also das hier unten, dieses Ende, ist natürlich so lang, dass es gar nicht klappt. Wo ist denn die Einfahrt an dieser Straße da? Okay. So, wenn ich es hier hinbaue, reicht es bis zum Ende. Ist es denn jetzt grün? Ja. Da reicht es auch noch bis zum Ende. Okay, da müsste jetzt ein Haus dran glauben dann sozusagen. Ich glaube, das hat nichts mit der Länge der Straße zu tun, sondern es ist ein Umkreis um das Teil drumherum. Kann das sein? Ist hier ein Bauer? Nee, so ein bisschen hat es doch damit zu tun. Ja, bleibt nichts anderes über, wie hier hinzubauen, ne? Sonst habe ich hier immer die Toten, ne? Der da oben ist natürlich jetzt an der falschen Stelle, sozusagen. Kann ich den verfrachten? Wo sind wir an? Da sind wir an. Dann machen wir den Friedhof. Ach, den müssen wir dann erst lernen, damit wir den um... Wie viel Prozent sind drin, ne? Verstorbene 1000. Komm, machen wir erstmal. Dann müssen wir das dann nochmal neu organisieren. Der Friedhof müsste hier irgendwo vielleicht hin oder sowas. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Dürfen wir nur nicht vergessen. Müssen wir uns
für die nächste Folge auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, ne? So. Wind hatten wir noch geguckt. Verkehr, oh Gott. Alles rot. Also das hat hier wieder nichts gefruchtet, ne? Ampelanlagen oder sowas, die wir da gebaut hatten, sind wahrscheinlich auch nicht gerade prickelnd. Verkehr ist einfach zu hoch hier, oder was? Die kommen von hier, fahren da lang. Raus fährt keiner von aller rein, aber wo wollen sie rein? Gute Frage, ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, das Spiel ist aber nicht in der Pause, ne? Also die Bushaltestelle ist nicht das Problem. Wo sind denn hier Ampeln? Nirgendwo. Da haben wir Stoppstraßen. Prinzipiell ist es ja so, dass es im Kreisverkehr laufen muss, ne? Deswegen sind Außenstraßen erstmal Stoppstraßen eigentlich, oder? So, jetzt steht hier ein Bus im Weg, aber der ist jetzt weg. Keiner weiß wieder, warum der Bus nicht fährt. Also das ist sowas von doof, ne? Das kannst du voll vergessen, das mit den Bussen, ne? Kann ich mal einen Bus anklicken? Geht das jetzt hier? Ich habe doch hier nichts ausgewählt, oder? Ja. Buslinien, Liniendetails, Linienübersicht. Warte mal, machen wir Liniendetails. Das wollte ich. Guck mal, die sind auch gut unterwegs. Die Fahrzeuge brauchst du alle, ne? Sind denn alle hier von Buslinie 1? Ne, das ist Buslinie 2. Ja. Das ist eine komische Haltestelle, ne? Busse. Kriege ich denn hier so ein. Doch, Busbahnhof. Kriege ich den hier hingestellt? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier würde ich den am besten hinbauen müssen. Kein Bau auf Wasser möglich, sagt er. Hier wird's gehen. Ah, das ist so schwierig jetzt hier, ne? Meine Güte, ey. Wie machen wir das? Verkehrsaufkommen ist immer noch so hoch und funktioniert immer noch nicht. Zeig mal, wo ist denn hier Straßen? Jetzt macht den Bus weg. Ne, ich wollte die Routen haben. So, jetzt haben wir's. Die fahren überall hin, ne? Die fahren sogar hier lang, obwohl da eine Brücke ist. Ich weiß nicht, warum die von da nach da fahren. Die kommen hier alle rein und fahren die Hauptstraße durch. Und hier ist auch schon so ein Nadelöhr, ne? Die kommen hierher. Und kriechen hier durch den Kreisverkehr eigentlich schon nach da. Das bedeutet. Wie kriegst du das hin, ne? Meine Güte, hier geht's. Weil die alle hier rüber reinkommen. Ich habe schon Kreisverkehr gebaut, damit das gut klappt, ne? Und die Straße ist leer, hier passiert nichts. Das ist hier diese doofe Bushaltestelle oder was? Die blockiert mir jetzt hier alles. Warum fahren die Busse hier nicht? Kann doch nicht sein, oder?
Dieses Symbol ist doch neu. Oh Mann, ey. Route, da. Jetzt haben wir mal die Route. Nicht von dem Fahrzeug, sondern von hier alles. Kommen welche von hier und kommen welche von da. Stehen hier unten schon Schlange. Wir müssen was machen mit anderen Fahrzeugen hier. Die Busse, die bringen uns da nicht weiter. Wir müssen eine Straßenbahn oder sowas haben. Die können wir doch auch schon bauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt hier U-Bahn-technisch was machen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir uns mal über U-Bahn und sowas einen Gedanken drüber machen müssen. Hier am besten Park and Ride hier vorne. Hier im Park and Ride Parkplatz und die U-Bahn geht dann da los, ne? Gibt's denn hier sowas überhaupt? Das ist die nächste Frage, ne? Naja, wir werden drüber nachdenken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hier gibt's keine Feuerwehr, oder? Doch, da kommen sie. Alles klar, bis dann, ciao.